Ja, komm. Sei ruhig. Du dort hinten. Ich gehe jetzt einfach mal hier nach unten. Ich habe zwar 7000 Seelen zu verlieren, aber hey. Was soll's. Und das ist Giftsumpf, wie ich mir es gedacht habe. Das ist eklig. Also der Giftsumpf jetzt. Oh Gott. Nein, 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 nein. Nicht instant sterben hier. Nein. Schnell Tränkchen. Ich höre Krabbeln von hinten. Okay, die geben ja auch so viel. Stimmt, 7. Die geben ja auch schon 750. Ich hab meinen Ring, der das ja gegen heilt jetzt theoretisch. Das ist Gift. Naja, das Gift macht schon mehr Schaden. Aber okay. Giftige Edelsteine. Na gut, okay. Dass man den hier unten findet, das ist in Ordnung. Aber halt definitiv ein bisschen was gegen, der Ring. Das ist cool. Wie gesagt, er halt nicht so viel, also er halt nicht genügend gegen. Aber immer ein bisschen was. Ich würde sagen, dadurch brauche ich dann vielleicht die doppelte Zeit, bis ich draufgehe. Fluchbissring. Oh, der ist wichtig. Der ist cool. Einer der Bissringe von Karim erhöht die Fluchresistenz. Die Herstellung dieser Ringe ist verboten. Ja, okay. Fluchresistenz ist sehr cool. Okay, jetzt waren wir hier unten. Haben wieder 4500 Seelen. Und dann gehen wir mal dort hinten rein. Ich bin jetzt gerade echt noch ein bisschen verwirrt, muss ich sagen, was ich von diesem Jorm halten soll. Es ist in Anführungszeichen Puzzle-Boss, weil man ihn halt nicht sofort töten kann. Aber so gesehen ist er nicht wirklich schwer. Da muss man echt sagen, war der erste Aschefürst immer noch der schwerste. Läuterungsstein. Oh, das war damals gegen Flucher. Was bringt uns das jetzt? Reduziert Untotenfluchsteigerung und hebt Aushöhlung auf. Ah, okay. Krass. Ich habe noch ein bisschen Leben. Das lese ich später, sobald ich nicht mehr gerade eben sterbe. Ist vielleicht sinnvoller. So, was gibt es hier unten aber, frage ich mich. Dort oben geht's rein. Dort geht's auch rein. Ich muss einfach hier bloß nochmal so eine zweite Waffe finden. Dann passt eigentlich alles. Du wirst mir die wahrscheinlich nicht geben. Ein Beichtstein, okay. Wir haben schon wieder wir haben mit 0 Seelen angefangen und haben jetzt 9000. Das ist so übertrieben. Dieses Spiel ist einfach, ich höre, oh nein, Fluchfrösche. Oder? Etwas Schlimmeres, etwas weitaus Schlimmeres. Was bist du? Du bist ja mal voll hässlich. Kann ich dir auf den Kopf springen? Das macht, glaube ich, dieses Dröhnen. Ich kann hier auf jeden Fall nach oben. Ob das so gut war, bevor ich einen Trank nehme, ist jetzt die große Frage. Was war das für ein Biest? Wo zur Hölle bin ich jetzt? Jetzt bin ich auf dem Dach von dem Ding. Da ist das Vordach. Hier ist zum Glück gerade nichts. Nochmal so ein Ding. Na toll. Das kann ich mir also aussuchen, gegen welches ich kämpfe, oder was? Die bewachen aber, glaube ich, alle Seelen. Das sind wahrscheinlich alles diese Schwerter. Gut, ich meine, es wurde ja gesagt, dass es bloß 2 davon gibt. Wow, hä? Wie hat das bitte getroffen? Was? Hä? Hä? Der erste Schlag hätte mich nicht treffen dürfen. Der hat voll daneben getroffen und ich habe geblockt. Gut, ich meine, es kam von oben. Das ist ja diese merkwürdige Dark Souls-Logik. So, es kommt von oben, deswegen kannst du es nicht blocken. Macht auch irgendwo Sinn, ist aber halt extrem dämlich, weil dadurch kann man, ich sag mal, die Hälfte der Schläge von größeren Gegnern nicht blocken. Oder alle Schläge von größeren Gegnern nicht blocken. Aber es ging halt auch voll daneben. Das war merkwürdig. Gut, ich meine, jetzt müssen wir uns nicht mal mit den ganzen Viechern anlegen. Wir haben jetzt dort unten alle Seelen. Dann können wir jetzt mal in dieses Haus gehen und gegen das große Vieh kämpfen. Was auch immer das für eins sein wird. So, Giftresistenz haben wir ja gesagt, bringt gar nichts bei sowas. Das Einzige, was da ja wirklich was bringt, ist, es auszuhalten. Hä, was? Was war das denn? Manchmal passieren hier merkwürdige Sachen, muss ich sagen. So. Dich muss ich auf jeden Fall erledigen. Dich muss ich erledigen.
vielleicht ohne Gift zu bekommen. Ah, nein, 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 nein. Wow, okay, das war sehr knapp mit dem Gift. Ah. So, tschüss. Das Problem ist... Nee, ich werde es niemals schaffen. Jetzt müsste das ganze Gift wieder runter. Und dann müsste ich mich gegen das Vieh wehren. Und dann müsste ich dort noch rein. Ich bin einfach giftig, von mir aus. So. Machen wir mal hier den ersten Stock. Vielleicht ist das ja mal eine ganz gute Sache. Das sind sogar drei von den Viechern. Was zur Hölle bist du? Bist du... Ja, du bist aggressiv. Okay. Ramm deinen Kopf in den Boden. Ist kein Thema. Oh Gott, du machst gut Schaden. Ich hätte es auch nicht gedacht, dass du hier rauskommst. Das ist das Problem. Sind das Finger oder was zur Hölle... Was zur Hölle bist du überhaupt? Also du greifst pur nach vorne an. Nein, das wollte ich verhindern. Na toll. Das auch noch mit dem Gift dazu. Nein. Okay, toll. Ich habe mich gerade noch heilen können. Das ist ja gemein, wenn er das sofort wieder nachmacht. Das sind tatsächlich Finger. Ja, tatsächlich. Das macht er einfach direkt nochmal. Wie dämlich ist das denn? Was? Eleonora. Okay. Und Jauche Küchlein. Was ist Eleonora? Das klingt auch so nach einer besonderen Waffe. War eine besondere Axt. Eine merkwürdige Waffe der missgestalteten Bewohnerin der gottlosen Hauptstadt. Es heißt, dass sie Angehörigen eines Orakels waren und der Fluch die gottlose Flamme entzündete, sie aber trotz ihrer Taten sorglos weiterleben konnten. Aha. Das heißt, ihr seid irgendwie die Verantwortlichen von dem ganzen Zeug hier? Toll. Wie nett. Nein, 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 ich bin tot. Oh, nein. Oh, die fressen mir Seelen weg. Das ist interessant. Ich habe gerade Seelen verloren gehabt. Oder habe ich welche dazu bekommen? Ich habe es jetzt nicht genau gesehen. Vielleicht hat sich auch irgendwo ein Vieh getötet. Okay, die sind ätzend. Da muss ich einfach bloß vorsichtiger sein. Ich bin jetzt gerade einfach ein bisschen ungeduldig, weil ich eigentlich Jorm besiegen wollte. Das ist halt das. Und das habe ich jetzt ja nicht so geschafft. Das nervt mich jetzt gerade ein bisschen. Also wie gesagt, es ist cool, dass dieser Boss so so funktioniert. Ich verstehe nur nicht so ganz, was jetzt mein Ziel ist. Sagen wir es mal so. Weil das Ziel ist ja scheinbar nicht, ihn mit dem Wind zu töten. Weil der Wind ja einfach nicht genügend Schaden macht. Deswegen, wie gesagt, vermute ich echt einfach mal, dass es hier noch irgendwas gibt, was mir da helfen wird. Weil das ist jetzt so ein Bereich, den wir ja noch gar nicht erkundet haben. Das Gift muss wohl. Ich glaube nicht, dass ich hier ohne das Gift durchkommen werde. Außer ich würde die ganze Zeit Moosklumpen futtern. Das ist aber auch nicht Sinn der Sache. Die sind viel zu selten dafür. Zumindest in diesem Teil. In Dark Souls 1 würde es funktionieren, aber hier nicht. So, die sind erledigt. Ne, ich hatte da auch 357. Okay. Das heißt, die haben mir wirklich welche geklaut. Oh, aber die war auf jeden Fall einmalig. So, gleich mal die Blutung. Was war das denn? Ach so, ja komm, ne? Jo, alles klar, wow. Au. Nein, 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 nein. Das ist so gefährlich gegen die Biester. Dass die einen halt andauernd versuchen zu fressen. Aber hey, die Blutung macht richtig gut Schaden bei denen. Läuterungsstein dreimal. Toll. Ich bekomme hier doch gar keinen Fluch. Wieso bekomme ich so viele Läuterungssteine dann? Wow, beide gleichzeitig? Okay. Übertreibt's nicht. Oh Gott. Kommt mal hier runter. Wenigstens einer von euch. Komm, Blutung. Na, das war's beinahe. Du bist erledigt. Und wie viel Seelen gebt ihr eigentlich? Ich glaube gar nicht so schlecht, ne? Au. Nicht nochmal. Okay.
dass dieses Gift aber auch so lange anhält. Und Blutung und das war's. Danke, 2-7, okay. Mehr Jauchküchlein. Gut, erste Ebene wäre schon mal fertig hier. Das ist wahrscheinlich einfach bloß... Ich kann mich nicht entscheiden, ob das einfach bloß optional ist oder ob das wirklich wichtig ist hier. Bisher scheint es noch nicht so wichtig zu sein, aber es könnte noch kommen. Wir werden sehen. Weil es wäre halt ein verdammt schneller Weg zu Jorm gewesen. Das überrascht mich halt. Es wäre auch ein bisschen schade, dass es dann so schnell geht. Okay, dort oben ist eine Seele. Das ist sehr schön zu wissen. Jetzt muss ich halt so ein bisschen das Gift ausharren. Da ist nur ein Biest. Scheint so. Können wir das mal erledigen? Blutung. Bekommen wir gleich nochmal die Blutung. Ah, natürlich kann es sich so hinsetzen. Schnell Heiltrank. Blutung sollte eigentlich gleich noch triggern, ja. Wunderbar. Und das war's. Sehr schön. Mehr Jaucheküchlein. Toll. Hufzaubererzeug. Eine Fake-Kiste. Ah, die gar nicht so schlecht Schaden bekommt. Du bist keine Roundhouse-Kick-Kiste, würde ich sagen. Aber du wirst, wie gesagt, an dem Schaden gemessen, wie viel sie bekommt. Aber wie mich hier einfach alles versucht zu fressen, ne? Das ist echt ein bisschen gemein. Die Kiste versucht mich zu fressen, die Typen. So, was hast du Schönes für mich? Och, 2000, wow. Logans Beschleuniger. Ach, krass, Logan. Spitzhut Logan. Hier ist er so, war das der? War das dieser, oder langen Schlapphut? Keine Ahnung, zumindest der mit dem riesengroßen Hut, den man damals gerettet hat, im ersten Teil. Halt, Beschleuniger waren doch... Was? Nein. Wie viel Leben? Okay. Nee, Beschleuniger sollten schon hier sein, bloß ganz unten da. Dieser Beschleuniger, der Hofzauberer der gottlosen Hauptstadt, ist sehr mächtig, wenn ihn ein hochintelligenter Zauberer benutzt. Die Zauberer sehen sich als Nachfolger des berühmten Spitzhut Logan, tatsächlich. Na okay, es reicht noch. Spitzhut Logan. Diese Zauberer sehen sich als Nachfolger des berühmten Spitzhut Logan und das heißt, sie hätten sogar ihre Zauberstäbe dem Sein nachempfunden. Okay. Also wie gesagt, doch der, den ich meinte. Cool. Ist schön, dass der irgendwie wieder so ein bisschen Auftritt hat. Wie komme ich dort oben drauf, frage ich mich. Wozu Hölle? Ah, jetzt komme ich hier hin. Okay. Das ist cool. Toll. Danke für den Abfall. Es kann nicht sein, dass dieser Raum einfach nur leer ist, oder? Kann es doch? Das verwundert mich einfach manchmal. Es ist ein scheinbar leerer Raum. Kann ich hier vielleicht jemand beschwören oder sowas? Weil ansonsten, es macht einfach keinen Sinn. Ich habe jetzt aber mal grob die Wände abgeschlagen und dort war nichts. Manchmal verstehe ich nicht, ob das Spiel einen bloß trollen will oder ob es wirklich jetzt so gemeint ist. Wie lange hält dieses Gift? Okay, es ist endlich vorbei, meine Güte. Es dauert echt einen Tick zu lang, finde ich. Mit einem Tick meine ich viel zu lang. Oh nein. Der Typ ist auch noch ein Magier? Wo zur Hölle ist er? Ach da. Natürlich ist es noch ein Magier. Ein Magier, der extrem Schaden macht mit seinem komischen Stock. Toll. Wahrscheinlich kann er sich noch heilen oder sowas. Okay, es lässt sich nicht mal zurückschrecken. Oh Gott. Der Typ ist ein bisschen übertrieben, ne? Doch, es lässt ihn zurückschrecken. Gut. Er darf bloß gerade nicht zaubern dabei. Also, ich habe meine Taktik gegen ihn. Alles andere ist ziemlich dämlich. Hallo? Hallo? Wow, ey. Du, aufhören damit. Schluss damit. Okay, da blockt er irgendwie, macht er so eine gewisse Haltung. Das ist das Wort in Dark Souls 3. Nein, knapp daneben. Oh Gott. Bitte nicht draufgehen. Danke. Ach, guck mal, der hatte sogar den Stab. Das ist interessant. Und der hat verdammt viel Seelen dabei gehabt. Schriftrolle von Logan. Ah, jetzt wird's interessant. Das ist nicht hier.
Da. Na, wenigstens finden wir hier ein bisschen was. Logans Zauberlernen. Geheime Schriftrolle des... Hoppla. Geheime Schriftrolle der Hofzauberer der gottlosen Hauptstadt. Oder der gottlosen Stadt. Sie enthält die Zauber von Logan. Gib sie einem Zauberer, um Logans Zauber zu erlernen. Die Hofzauberer benutzen diese Schriftrolle, um Logans Erbe einzufordern. Ob ihr Anspruch bei genauerem Hinsehen tatsächlich Bestand hatte, ist eine andere Frage. Ja, was ist mit Logan passiert? Wieso haben sie seinen Stab, seine Schriftrolle und sowas? Giftpfeile. Die könnte ich auch gegen den Riesen werfen. Ich weiß nicht, wie effektiv das sein wird. Versuche ich ja immer noch gerade eben Götterzorn. Das klingt toll. Bringt mir nur nichts, weil es entweder ein Wunder oder ein Zauber ist. Ich glaube eher ein Wunder. Und beides bringt mir nichts. Deswegen ist zwar schön, aber gut. Kommen wir jetzt etwa wieder in den Kerker? Tatsächlich, wie cool. Damit habe ich wirklich nicht mehr unbedingt gerechnet, dass wir wieder hier hinkommen. Das ist irgendwie eine coole Sache. Schlüssel des Wärters. Aha. Bekommen wir hier jetzt weitere Wege im Kerker freigeschalten? Wo kommt ihr denn her? Wo zur Hölle kommt ihr her? Ach so, das waren die, die dort standen. Wärterrobe. Oh. Die habe ich aber... Hä? Habe ich die echt übersehen? Wie bin ich denn hier reingelaufen, ohne die zu sehen? Wow, krass. Da war ich ein bisschen blind. Ja gut, dann können wir ja hier gleich weitermachen und die ganzen... Weil die werden jetzt wahrscheinlich alle Zellentüren öffnen, oder? Diese Schlüssel. Schlüsselring des Wärters mit vielen Schlüsseln. Schlüsselring zum Kerker von Irithiel im Besitz des Gefängniswärters. Öffnet die meisten Zellentüren. Aus welchem Grund sie wohl eingesperrt bleiben? Schließlich sind sie nun geistlose Hüllen oder einfach nur kauderwelsch redende Narren? Ich frage mich aber immer noch, was der alte Zellenschlüssel bringt. Der erste Gefangene, das verließ es, war ein einsamer Riese. Zellen von Menschen wurden an seinen Füßen errichtet. Weil... Das habe ich irgendwie noch nicht gefunden, diese Tür. Keine Ahnung. Aber ich glaube, wir sind da jetzt so weit durch. Das hat uns einfach wieder zurückgeführt. Ich komme mir irgendwie verarscht vor, finde ich. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich... Muss man Jorm wirklich so bekämpfen, aber bloß mit einem 5-Schaden-Bonus?